Heidi Klum, 48, kann nicht genug Zweisamkeit mit ihrem Mann verbringen. Dass das Supermodel und Tokyo Hotelstar Tom Kaulitz, 32, mehr als glücklich miteinander sind, teilen die zwei gerne mit der ganzen Welt. Besonders überraschend, das Paar zeigt sich auch gerne in ziemlich intimen Situationen wie beispielsweise nackt im Bett. Tatsächlich hat sich Heidi jetzt wieder einmal zu einem ziemlich freizügigen Posting hinreißen lassen. Sie steht nackig mit Bettlaken auf der Treppe. Die Weihnachtsfeiertage sind bei der Blondine und ihrem Liebsten wohl ziemlich gemütlich abgelaufen. Offenbar haben sie zumindest am zweiten Feiertag die meiste Zeit im Bett verbracht. Auf Instagram postete Heidi eine Fotoreihe, die ein paar Eindrücke von dem Tag zeigt. Auf dem Titelbild steht die 48-Jährige nur in ihr Bettlaken gehüllt auf der Treppe. Ihre Brüste sind zwar größtenteils von dem Stoff bedeckt, die Silhouette ihres nackten Körpers ist aber deutlich zu erkennen. Slip und BH trägt Heidi demnach definitiv nicht. "Lass uns zurück ins Bett gehen", schrieb sie keck dazu. Wer noch überlegt, ob Heidi mit dieser Aufforderung ihren Hund meint, der am Fuß der Treppe sitzt, oder doch Tom, der das Foto höchstwahrscheinlich geknipst hat, dürfte spätestens bei der nächsten Aufnahme keinen Zweifel mehr daran haben, dass sie sich auf mehr Zweisamkeit mit ihrem Mann freut. Der Musiker, der lediglich einen Bademantel trägt, sitzt neben Heidi und setzt zu einem leidenschaftlichen Kuss an.